Das Jahr, es neigt sich zu Ende, es sind auch schon wieder 4 Wochen um und das heißt, es ist Zeit für mein Aufgetischt. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zum letzten Aufgetischt des Jahres von mir. Ja, da neben mir stehen nochmal einige Spiele und es ist jetzt quasi so auf den letzten Meter, was gespielt wurde jetzt in der Zeit vor Weihnachten. Es war jetzt leider doch deutlich weniger, als ich mir selbst vielleicht erhofft habe. Aber ich muss sagen, da sind wieder einige interessante Spiele dabei. Und wenn ich so zu meiner Rechten schaue, eigentlich nur eine wirkliche Enttäuschung und das ist ja schon mal sehr viel wert. Beginnen möchte ich heute passend zur Vorweihnachtszeit mit zwei Adventskalendern quasi. Wir haben hier einmal den Exit-Adventskalender, die finstere Weihnacht, in der wir in ein finsteres Kaufhaus einbrechen und da quasi auf Schatzsuche gehen. 24 Rätsel, muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Bei manchen Rätseln habe ich das Gefühl, ich denke zu kompliziert und bei anderen Rätseln habe ich das Gefühl, ich denke zu einfach. Es ist ein Einsteiger-Level, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mit dem einen oder anderen Rätsel kommen Einsteiger nicht klar. Ist auch so, dass wir, ich glaube, schon dreimal was freigerubbelt haben hinten. Ja, drei Felder sind hinten freigerubbelt, weil wir einfach nicht drauf gekommen sind. Weil wir halt irgendwie ein bisschen zu kompliziert gedacht haben. Aber ansonsten ist diese Idee ganz cool, wie auch schon das Exit-Buch. Insofern wussten wir ja im Großen und Ganzen, worauf wir uns einlassen. Vorne haben wir diesen Dekodierstreifen, der quasi hinten drauf uns dann anzeigt, auf welche Seite wir kommen. Und wir anhand der entsprechenden Symbolkodierung dann schauen, ob wir denn richtig liegen. Die Seiten, sie lassen sich quasi immer entsprechend so aufmachen. Innen drin sind dann Rätsel, teilweise darf man auch ein bisschen im Buch umherblättern. Gefällt mir von der Art recht gut, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, trink keinen Glühwein dazu, denn sonst klappt das nämlich nicht mehr, war bei mir so der Fall. Was mir so ein bisschen an Escape Room Adventure Book, in dem Fall in Adventskalender Aufmachung ist, ist dieses hier von Eva Eich. Und da steht der neue Escape Adventskalender. Ich habe das online gesehen und habe dann zugegriffen, habe das meiner Frau geschenkt. Ich muss sagen, mir gefällt die Geschichte darin sehr, sehr gut. Ich zeige jetzt einfach mal exemplarisch eine Seite, nämlich den 1. Dezember, ohne irgendwas zu spoilern, dann seht ihr darauf nichts. Ihr seht, es ist viel Text und das ist quasi auch schon was, was tatsächlich dieses Buch ausmacht. Und ich kann hier quasi überall drüber gehen, über sämtliche Seiten, es ist immer so, dass, ich zeige jetzt extra nur ein Bild, links immer Volltext ist und teilweise sogar rechts noch ein Teil der Seite Text ist, dann ein bisschen Rätsel. Und das System, was sich dahinter verbirgt, ist quasi, wir haben hier so Bildsymbole, versuchen anhand des entsprechenden Hinweises und den Bildsymbolen dann die entsprechend nächste Seite zu finden. Das heißt auch, es gibt im Prinzip nur eine Möglichkeit, weil die anderen Symbole gibt es gar nicht. Teilweise deuten sogar die gleichen Bilder auf die gleiche Seite hin. Finde ich von der Art her cool gemacht. Und was auch schön ist, man bekommt auf der Seite, die man aufschlägt, auch quasi immer die Lösung gesagt, was denn der Charakter jetzt macht, um da drauf zu kommen. Und das heißt, selbst wenn man selber nicht auf die Lösung gekommen ist, sondern durch Ausprobieren, durch Nachschlagen drauf gekommen ist, erhält man die Lösung und kann es versuchen nachzuvollziehen. Das finde ich schön gemacht. Die Story ist cool. Ja, doch, finde ich tatsächlich sehr entspannt, macht Spaß. Wir rätseln quasi ich will jetzt nicht sagen jeden Abend, wir haben es am Anfang versucht, jeden Abend zu rätseln. Aber wie das dann so ist, man hat dann doch noch hier was zu erledigen, da was zu erledigen. Und auch wenn jetzt gerade mit Lockdown entsprechend natürlich man deutlich mehr zu Hause ist, dann ist man doch bei der Arbeit und kommt abends nach Hause, hat vielleicht noch ein bisschen was im Haushalt zu tun. Legt sich dann irgendwie aufs Sofa und denkt, oh nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und insofern haben wir teilweise das dann auch mal wieder so 2-3 Tage aufgeholt. Finde ich trotzdem ganz schön und macht mir persönlich Spaß. Ist eine schöne gemeinsame Zeit am Abend. Ebenfalls eine schöne gemeinsame Zeit hatte ich mit meiner Frau bei Exit, das Tor zwischen den Welten.
das neueste Spiel aus der Exit-Reihe. Vielleicht werde ich dazu auch nochmal ein extra Review-Video machen. Muss ich mal schauen, ob ich da entsprechend nochmal Muse habe. Wir reisen durch 7 verschiedene Welten. Ist also was für Zeitreise-Affine. Und was mir persönlich gut gefällt, ist, dass man sich, das kann ich jetzt zeigen, ohne zu spoilern, hoffe ich, wenn ich es denn finde. Wo ist es denn? Und ja, wir haben, nein, ich kann es nicht zeigen, ohne zu spoilern. Wir haben nämlich das Tor. Und das Tor ist unsere Dekodierscheibe, die wir quasi sogar aufstellen. Na, man sieht es leider hinten drauf nicht richtig. Und diese Dekodierscheibe hat einfach wieder was, diesen neuen Flair, dass die jetzt da steht. Man verwendet auch gewisses Material wieder, sehr interessant. Und muss auch Sachen zwischen den Welten mitnehmen. Ist persönlich wieder was mir eher gut gefallen hat. Fortgeschritten, ja. Ich glaube, wir haben eine einzige Hilfekarte gebraucht. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Von der Art und Weise war es wieder echt cool, hat Spaß gemacht. Ich mag die Exits inzwischen wieder deutlich mehr, nachdem ich nach den Katakomben des Grauens ja echt so einen Tiefpunkt hatte. Das war so ein totaler Knick, wo ich persönlich nicht so wirklich Lust mehr hatte, Exit weiterzuspielen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aktuell machen wir die wieder mehr Spaß. So, jetzt wo mache ich weiter? Machen wir hier mal ein reines Zweispielerspiel. Brothers, das habe ich mit Dennis gespielt. Ist von Board Game Box im Original bei Ankama erschienen. Und vielleicht habe ich auch ein Bildchen für euch. Wir platzieren da erstmal so eine Weide und dann müssen wir unsere Koppeln drauf platzieren. Der eine Spieler platziert nur gerade Koppeln, der andere solche L-Stücke. Und nach einer Partie wird, oder nach einer Runde, die komplett durchgespielt wird, wird dann umgedreht und man spielt mit den anderen Koppeln und wer dann am Schluss die wenigsten Minuspunkte gesammelt hat, gewinnt das Ganze. Ist ein wirkliches Kopf-an-Kopf-Spiel, Duellspiel, bei dem es auch quasi hauptsächlich darum geht, die Fläche der Weide so zu legen, dass man mit den Weidenplättchen, die man legen möchte, einen Vorteil hat. Und wenn man das gut schafft, dann ist da schon viel gewonnen und einziger Nachteil, den ich sehe in diesem Spiel, dass es wirklich keinen Glücksfaktor hat. Null. Wirklich gar nichts. Und wenn zwei Spieler wirklich gleich gut sind, wird es hinterher zu Unschieden kommen. Und das wird immer der Fall sein. Und das könnte natürlich was sein, was dem Spiel so langzeitmäßig ein bisschen den Spaß raubt. Nächstes Spiel ist Café. Und das ist von Pythagoras Games. Da wird auch noch ein Video von mir folgen. Ich hoffe, ich komme dazu, das noch dieses Jahr fertigzustellen. Café ist ein kleines Mini-Engine-Building-Spielchen, bei dem wir quasi unsere Karten anlegen, um so unser Café-Imperium zu vergrößern. Und der Kniff dabei ist quasi, dass zusammenhängende Flächen zusammen getriggert werden und wir aber möglichst große Flächen generieren möchten, aber auch irgendwo wieder alle Symbolik mit dabei haben wollen. Und das ist hinreichend schwer. Also ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, ich überlege Karten, die dürfen nur 2 bis 4 Felder überlappen, das heißt zum Beispiel so oder so. Wenn ich hier jetzt aber zweimal das Rösten nebeneinander habe, so wie hier, dann habe ich dadurch ein besseres Rösten. Wenn ich zweimal hier das Trocknen nebeneinander habe, besonders gutes Trocknen möglich. Und genau das sind quasi so die Kniffe im Spiel, die dann letztendlich das Spiel doch gar nicht so einfach machen und es ist dann schon dezent brain-burning und das gefällt mir persönlich an dem Spiel sehr gut. Und ja, deswegen Café definitiv so eines dieser kleinen Spielchen, was man ja doch mal hier für zwischendurch gerne rausholen kann und spiele ich auf jeden Fall gerne mit, zumal ich ja sowieso gerne Kaffee trinke. So, nächstes Spiel ist King of 12. King of 12, das neueste Spiel von Rita Model. Rita Model kennt der ein oder andere vielleicht aus Main Network. King of 12 müsste eigentlich bei uns Queen of 12 heißen. Warum Queen of 12? Weil ich keine Chance gegen meine Frau habe. Ich habe es eigentlich in einer Partie mit Dennis geschafft, Dennis perfekt lesen zu können und ihn quasi an die Wand zu spielen, dass er keine Chance hatte. Und so hat es meine Frau mit mir gemacht. Faszinierend, wie sich dieses Spiel spielt. Ich denke, du könntest das spielen und weil du denkst, ich könnte das spielen, weil ich denke, du spielst das, spiele ich da. Ihr wisst, was ich meine. Es ist eines dieser typischen Spiele, bei denen es darum geht, den Spielzug des anderen vorherzusehen und damit zu rechnen oder darauf zu spekulieren, was ein anderer macht. Und das ist gar nicht so einfach.
Und gerade weil King of 12 eigentlich ein würfelkartengetriebenes Stichspiel etwas anderen Art ist, macht's wirklich Spaß. Und ich bin persönlich ja kein großer Stichspiel-Fan und muss ja sagen, es gibt inzwischen Stichspiele, die mich wirklich eines Besseren belehrt haben, nachdem Skull King und Wizard mich eigentlich überhaupt gar nicht mehr abholen und gar nicht mehr triggern, haben es andere Stichspiele geschafft, wie der Fuchs im Wald, die Crew oder jetzt auch wie King of 12, mich eines Besseren zu belehren, dass ich gerne wieder das ein oder andere Stichspiel mal mitspiele. Wie gesagt, King of 12, es kommt mit ein paar Karten, mit 4 Würfeln nachher, nämlich 52 extra großen Karten, ein paar Markerchen und los geht's, macht Spaß und ich freue mich, wenn Rita da wieder was Neues bringt. Nächstes kleines Spiel ist Fantastische Reiche und nicht, wie Dennis gesagt hat, Fantastische Bleiche. Fantastische Reiche, ein wirklich fantastisches kleines Spielchen mit ebenfalls nur 53 Karten, einem Regelheft und einem Wertungsblock. Wenn es nach mir ginge, könnte man den Wertungsblock gänzlich weglassen und könnte dieses Spielchen einfach nur mit Zuhilfenahme der App spielen. Dann hätte man nämlich nur noch einen sehr dezenten Stoßkarten. Und ja, mehr ist es ja eigentlich auch nicht. Es klingt jetzt tatsächlich negativ, ist aber so gar nicht gemein. Fantastische Reich ist wirklich, finde ich, spielerisch ein sehr fantastisches Spiel. Ich stimme nicht mit der Einschätzung überein, denn rechnen sollte man können. Ganze familientauglich, wie Strohmann Games das angibt, ist es meines Erachtens nicht. Aber es ist definitiv ein Spiel, was im Familiensegment, aber eher so ein bisschen im höheren Familiensegment anzusiedeln ist, steht auch mit 10 Jahren eigentlich ganz gut drauf, denn man sollte ein bisschen rechnen können und ansonsten müsste quasi jeder parallel immer in der App rumtackern und dann wird es ein bisschen blöde. Die App ist aber super, um tatsächlich das Spielergebnis super schnell zu tracken, zu schauen, wer hat denn jetzt die meisten Punkte erspielt, wer hat das Spiel für sich entscheiden können und das ist dann schon was, was sehr, sehr viel Spaß macht und mir gefällt Fantastische Reich. Ich finde es ein sehr fantastisches kleines Spiel. Jetzt gehen online immer mal wieder Diskussionen los. Ist dieses Spiel sein Geld wert? Es ist halt jetzt kein gerade günstiges Spiel. Ich glaube, es liegt bei um die 20 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Spiele, wo man das Doppelte bezahlt und auch nicht fair, viel mehr Material bekommt für das, dass man das Doppelte bezahlt oder das Dreifache bezahlt. Und ich muss sagen, bei Fantastische Reiche bekommt man wenigstens ein Spiel, was einen Langzeitspaß mitbringt und was man immer wieder gerne spielt und auch so einen schönen Aufforderungscharakter hat. Wie gesagt, die App dazu, die letztendlich auch für mich persönlich Teil des Spielerlebnisses und des Spiels ist, die man auch auf Deutsch umschalten kann für alle, die es noch nicht wissen. Und deswegen Fantastische Reiche für mich schon ein Spiel, was ich sage, das lohnt für das Geld. Da gibt es definitiv schlechtere Preis-Leistungs-Spiel-Empfehlungen oder schlechtere Preis-Leistungs-Verhältnisse als Fantastische Reiche. Und deswegen, ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, der so auf kleine Kartenspiele mit Kniff steht. Nächstes Spiel ist eins meiner All-Time-Favorites, Classics, wie auch immer, es ist On Tour. On Tour, entweder spielt man es in der App oder spielt man es direkt auf dem Board. Und jetzt auch noch mit der Europa-Variante. Und das Ding ist voll, das Ding ist schwer. Und ich hoffe ja tatsächlich auch, dass die Europa-Variante in der App kommt. Ich bin ja großer Fan von, ich sag mal, Herausforderungen. Und ich zeige jetzt einfach mal auch hier einmal kurz die Europa-Karte. Also hier die Rückseite hat eine leicht andere Farbgebung. Man kann natürlich jetzt auch so Challenges spielen. Nach dem Motto, einmal die Europa-Variante, einmal die USA-Variante. Und schauen, wer dann quasi über beide Spiele mehr Punkte sammeln konnte tatsächlich. Auch sowas kann ich mir vorstellen, das einfach mal so zu spielen. On Tour ist einfach pfiffig, ist kurzweilig, macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ich spiele es extrem gerne und auch immer wieder gerne. Und gerade dieses Gamblen, was kommt jetzt? Oh, jetzt kommt die ideale Zahl. Ich kann sie aber nicht da eintragen, wo ich sie gerne eintragen will. Wow, die perfekten Starten. Jetzt kommt nicht die Zahl, die ich dafür brauche. Und das ist genau das, was On Tour ausmacht. Dieses stille Verzweifeln in manchen Momenten. Und das liebe ich so sehr an diesem Spiel. Und dann kommen in einer Partie ein Haufen Zahlen zwischen 30 und 60. Und in der nächsten Partie kommen gefühlt ein Haufen Zahlen im Bereich 70 und 90 oder so irgendwie. Und man denkt sich einfach nur, das darf doch nicht wahr sein. Das macht On Tour aus, deswegen mag ich dieses Spiel. Es ist so herrlich unberechenbar.
Und es gefällt mir unheimlich gut. So, das war jetzt der Schwung der kleinen Spiele. Und jetzt gehen wir weiter mit einem Schwung größere Spiele im Bereich, aber auch trotzdem noch Familienspiele angesiedelt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe relativ wenig diesen Monat im Kenner- und Expertenbereich gespielt. Das, was ich im Kenner- und Expertenbereich gespielt habe, das kommt bei meinen Highlights. So, nicht wundern, einige der folgenden Spiele sind eingepackt. Die sind noch in Folie. Heißt nicht, dass ich die nicht gespielt habe. Ich habe die mit Dennis gespielt, als wir uns getroffen haben. Das ist jetzt auch schon wieder 3 Wochen her. Dice Town. Wir hatten da so quasi so ein Boardgame-Box-Abend und da Dennis die Spiele schon ausgepackt hatte, aber ich noch nicht, die liegen bei mir quasi noch auf dem Stapel der auszupackenden Spiele. Dice Town, ein Würfel-Poker, bei dem es darum geht, immer wieder die bessere Kombination zu würfeln als der Mitspieler. Und ja, wir legen quasi nach jedem Würfelwurf, wir haben 5 Würfel, legen wir einen Würfel raus aus unserer, also lassen den unter den Becher, den Rest nehmen wir weg. Wenn wir mehr Würfel behalten wollen aus dem aktuellen Würfelwurf, müssen wir für jeden Würfel $1 bezahlen. Ich würde aber dieses Spiel, und das kann ich gleich vorwegnehmen als Fazit, nicht ohne die Erweiterung spielen, wenn ihr die Chance habt, die Erweiterung dazu zu nehmen. Und die steht jetzt irgendwo bei mir da hinten im Regal. Ich komme jetzt auf die Schnelle nicht dran. Dice Town würde ich tatsächlich nur mit der Erweiterung spielen. Empfiehlt sich, macht das Spiel nicht unnötig komplizierter. Und ist aber was, wo ich sage, ja, das ist, hat seinen Charme. Ich mag das Spiel, ich mag das Spielprinzip. Es ist kurzweilig, es lässt sich mit der Erweiterung bis 6 Spieler spielen. Cooles Familienspiel, was ich definitiv nochmal ausprobieren werde, weil es halt auch ein schönes Wild-West-Thema hat. Ob man das Spiel jetzt unbedingt in seiner Sammlung braucht, ich glaube, es reicht aus, wenn es irgendwo einer im Umkreis hat. Auch ein schönes Spiel. Ich habe nochmal ein einfoliertes Spiel für euch und das ist, da muss ich jetzt nochmal umsortieren, Room 25 Ultimate, auch das noch einfoliert, weil wir Dennis-Exemplar gespielt haben. Das ist ein Spiel ebenfalls von Board Game Box, bei dem wir entsprechend hier so erkunden auf einem 5x5 Raster, in verschiedene Räume betreten, dann sind da Fallen. Man kann das Spiel in verschiedenen Möglichkeiten spielen. Man kann es entweder kooperativ oder kompetitiv spielen. Kooperativ geht von 1 bis, glaube ich, 3 Spieler und kompetitiv erst ab 4 Spielern. Da wirst du zu zweit gespielt haben, war es natürlich kooperativ. Wobei man muss dazu sagen, Dennis und ich spielen ja sowieso beide sehr gerne kooperativ. Wir spielen beide sehr gerne Spiele im Bereich, Spiele, die Geschichten erzählen, so mit einer Story, mit ein bisschen Tiefgang, mit ein bisschen drumherum, ein bisschen Flair, ein bisschen Flavor und so weiter und so fort. Room 25, da hat Dennis sofort, ich weiß jetzt gar nicht, wie der The Cube, ich weiß nicht, wie der, glaube ich, wie der Film heißt, an das es ein bisschen angelehnt ist, da war Dennis sofort, geil und der und in dem Film ist es so und in dem Spiel ist es aber so und das hat er total cool gleich gefunden und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich natürlich so ein bisschen skeptisch, möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch schon nur ein bisschen. Ich muss aber sagen, mir hat das Spiel tatsächlich gut gefallen. Gut gefallen hat mir auch, dass man das Spiel innerhalb von unter einer Stunde gespielt hat. Es hat was. Aber es gibt ein ganz, ganz, ganz großes Aber. Kam jetzt bei uns nicht zum Tragen, aber dieses Spiel hat Player Elimination. Und da das Spiel Player Elimination hat mit 8 Spielern, kann es natürlich auch passieren, ihr lauft am Anfang, es gibt da einen Raum, das ist so ein Fallenraum, ihr lauft in den Raum rein oder werdet reingeschubst von jemand anderem, der vielleicht weiß, was da drin ist. Ihr werdet reingeschubst und dann ist das eine Falle. Und ihr seid direkt tot und raus aus dem Spiel. Und könnt nicht mehr mitspielen und die anderen spielen noch 45 oder 50 Minuten. Das ist meines Erachtens sehr uncool. Und ich mag es nicht, wenn Spiele so krasses Player Elimination haben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei dem Spiel zum Tragen kommt. Es ist aber generell möglich. Das sollte man wissen, wenn man sich Room 25 Ultimate anschaut. Es gibt auch noch diesen Ultimate Mode. Den haben wir uns noch nicht angeschaut. Wird aber auch noch ein Regelvideo vermutlich von Dennis zu diesem Spiel kommen. Ihr könnt also gespannt sein. Nächstes Spiel, was wir am gleichen Abend gespielt haben, da haben wir einiges weggespielt, da haben wir nochmal ein Spiel von Board Game Box gespielt, auch das noch bei mir einfoliert. Stellium, und das ist ein Spiel von Rémi Saunier und illustriert von Aurélie Guarino. Und da muss man jetzt einfach sagen, dieses Spiel, ach, 2 Herzen schlagen in meiner Brust, was dieses Spiel betrifft. Ganz, 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 ganz cooles Spielmaterial, ein cooles Spielprinzip und dann ein Manko quasi in der finalen Umsetzung des Materials. Denn diese
Scheiben. Ich werde euch auch ein Bildchen einblenden. Wir haben hier so Scheiben, wo wir so Wurmeln drauflegen. Die Wurmeln ziehen wir aus dem Beutel. Die haben unterschiedliche Oberflächen. Sehr cool. Aber diese Scheiben passen nicht hundertprozentig da rein. Das Spiel passt nicht hundertprozentig, also das Material nicht hundertprozentig in die Spielschachtel. Cool, aber das Spiel spielt sich in 30 bis 40, 45 Minuten. Für 2 bis 4 Spieler, wie gesagt, sehr cool, weil man so ein bisschen füllen muss. Und jede Murmel, die wir setzen, also diese Planeten, die dann Planetenkonstellationen im Orbit bilden, wir versuchen die Planetenkonstellationen zu erfüllen, die vor uns ausliegen und die wir an uns genommen haben oder beziehungsweise auf unserer Hand sind. Aber gleichzeitig versuchen wir den anderen wieder natürlich, wenn wir sehen, auf was der hinspielt, was er genommen hat, nicht das zu einfach zu machen, sondern vielleicht dagegen zu spielen. Dann dreht sich das System, es werden wieder Planeten miteinander vertauscht, in Wurmlöcher hineingezogen oder schwarze Löcher hineingezogen. Sehr, sehr cool gemachtes Spiel. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der große Weltraumspiel-Fan, aber das ist sau cool. Und wenn es die Abstriche in der B-Note nicht gebe beim Material, wäre das sogar ein wirkliches Highlight-Spiel, wo ich absolut feiern würde. Ja, Stellium, cool, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Auch da wird ein Video von uns noch folgen. Jetzt noch ein Titel von Board Game Box, und zwar haben wir Princess Jin gespielt in beiden Varianten. Wir haben es in der einfachen Variante und in der etwas fortgeschritteneren Variante gespielt. Princess Jin, ein Spiel von Roberto Fraga. Und da muss man ja einfach mal für alle, die es nicht kennen, ein bisschen das Material zeigen. Ich glaube, ich habe auch ein Bildchen gemacht oder zwei. Ich muss sagen, bei dem Spielabend habe ich auch nicht so viele Bilder gemacht. Es geht darum, die Prinzessin zu finden. Jetzt muss ich kurz mal gucken, dass ich das euch richtig zeige. Die Prinzessin zu finden des anderen Mitspielers. Und die hat aber auch noch so eine Zofe, die sich quasi als Prinzessin verkleidet hat oder genauso angezogen hat. Nur fehlt halt quasi das Krönchen. Und der andere Spieler kann unter geschickter Zuhilfenahme eines seiner Spiegelmännchens zum Beispiel dann hier oben durch das Loch durchschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und sieht dann vielleicht die Prinzessin. Weil das hintereinander steht und ihr bewegt euch dann immer wieder so ein bisschen über den Spielplan, um durchzugucken, was ist denn da dahinter? Sehe ich da was? Ah ja, okay, da ist ja vielleicht doch die Prinzessin. Oder nee, da ist nicht die Prinzessin. Da ist zum Beispiel eine Eule. Und der andere Spieler hat euch quasi zwei Tiere hinterlassen und diese zwei Tiere sagen eurer Prinzessin, wer der Liebhaber ist, zu dem sie möchte. Denn da gibt es drei verschiedene Wege und abhängig davon, welche Tierchen euch der Mitspieler gegeben hat, müsst ihr zu eurem entsprechenden Liebhaber kommen. Finde ich von der Idee total cool gemacht. Ihr versetzt immer wieder diese einzelnen Teile und cooles Spielprinzip, ein Spiel für genau zwei Spieler, dauert ca. 20 bis 30 Minuten, 25 steht drauf auf der Box. Wer ein Spiel sucht, um es mit seiner Partnerin zu spielen, ist definitiv, denke ich, eine sehr coole Wahl, weil man vielleicht auch so die ein oder andere Frau an dieser Stelle abholt, die halt vielleicht auf dieses Prinzessin-Thema steht. Ich finde es cool gemacht, ganz tolles Material, war sehr überraschend und Dennis hat auch gewonnen. Mit einem super coolen Move und dann so ein bisschen gegambelt und es hat geklappt. Und da hat er es natürlich hart abgefeiert. Na, sei ihm vergönnt an dieser Stelle. Ja, einer geht noch. Einer geht noch drin. Und zwar haben wir hier Zagani. Und Zagani gespielt. Und mal wieder. Ja, so ein Spiel, was mich dieses Jahr am meisten begleitet hat. Der am meisten gespielte Uwe Rosenberg dieses Jahr, glaube ich. Ich habe auch einige Male Nova Luna gespielt, aber ich glaube, Zagani toppt das locker. Ich glaube, 11, 12 Partien Zagani waren es bestimmt. Da wird nochmal mehr dazu kommen in unserem Jahresrückblick. Und Zagani, ein Spiel für 1 bis 4 Spieler, bei dem wir uns diese Blättchen legen, Klangscheiben drauflegen. Man kann es auch gut solo spielen. Auch das habe ich schon in der Maximum-Variante probiert, wo man wirklich alle Blättchen durchspielt. Das dauert dann schon gut seine Zeit. Zagani für mich persönlich, das von der Weitsicht das komplexere Nova Luna, aber gleichzeitig wieder leichter zugänglich. Viele sagen jetzt, Zagani wäre das einfachere Nova Luna und viel besser zugänglich. Ja, besser zugänglich, aber durch diese Flammen, die in unterschiedliche Richtungen gehen, muss man das alles auf dem Schirm haben. Und dann hat das schon gefühlt so eine dritte Dimension, weil diagonal, orthogonal und über den ganzen Spielplan schauen und über den ganzen Feld, also gut, jeder hat seinen Bereich, aber trotzdem, und das zu durchschauen und das auch entsprechend
perfekt zu nutzen. Das ist die Hürde bei Sagani. Nicht wie bei Nova Luna, wo man so ein bisschen teilweise straightforward gucken kann, welches der drei Teilchen ist das Beste, das nehme ich mir. Bei Sagani ist dann die Ausrichtung noch wichtiger, die Position. Lege ich die Zehner jetzt noch da außen hin oder versuche ich da drum rumzukommen? Gamble ich jetzt, wenn ich das letzte Teilchen nehme und nehme lieber ein verdecktes, wo ich nur weiß, wie viele Flammen drauf sind und was drauf sein könnte, aber nicht genau, was drauf ist. Das Blättchen ist blau, könnte also eine blaue und eine rote Flamme sein. Weil es ein Dreierblättchen ist, werden zwei Flammen drauf sein. Damit kann man gamblen, aber das könnte natürlich auch herrlich in die Hose gehen. Sagani für mich ein sehr, sehr cooles Spiel, was sehr viel richtig macht, sehr viel Spaß macht und mir gut gefällt und ich gerne, gerne, gerne wieder spiele. Und gegen meine Frau auch sehr oft verliere und bestimmt noch viele Male verlieren werde. Aber nichtsdestotrotz, ist natürlich jetzt eine Frage auch an euch. Ist für euch Gewinnen beim Spielen wichtig? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei kooperativen Spielen habe ich mehr den Wunsch zu gewinnen als bei kompetitiven Spielen. Natürlich fühlt sich ein Sieg immer positiv an und macht natürlich auch Spaß und gibt einem vielleicht irgendwie was, dass man sagt, ja, ich habe gut gespielt oder vielleicht besser gespielt, effizienter gespielt als die anderen. Aber ist das wirklich ausschlaggebend oder geht es nicht vielmehr um den Spaß am Tisch tatsächlich? Und wenn ich sehe, jemand anderes hat Spaß, dann setze ich den Spaß des anderen, stelle ich persönlich normalerweise über mein Abschneiden des Spiels. Wobei, wenn mir ein Spiel wirklich gar nicht gefällt aus irgendwelchen Gründen, dann ist auch mir auch egal, ob ich gewonnen habe, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da gibt es durchaus Spiele, die haben so brutal daneben gegriffen im letzten Monat. Und die Enttäuschung des Monats werdet ihr jetzt sehen. Enttäuschung des Monats, ja, ich habe mir eigentlich schwer getan und habe lange gedacht, oh ja, jetzt hast du so einen Monat komplett ohne Enttäuschung, ohne irgendwelche Tiefschläge, ohne Spiele, wo du sagst, oh, da ist mir Lebenszeit verloren gegangen und eigentlich nur cooles Zeugs gespielt, also wenigstens solide Sachen oder gute Sachen. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es gibt, klar, Room 25 oder Dice Town ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Fall, hat aber Spaß gemacht an dem Abend, war ein schönes Erlebnis. Nichts, was ich jetzt rausradieren möchte aus meiner Spielhistorie in den letzten 4 Wochen. Und dann gab es ein Spiel, das habe ich angefragt als Rezensionsexemplar. Harry Potter, ein Jahr in Hogwarts. Ich war ja schon so ein bisschen skeptisch, weil Franchise, ich muss jetzt den Deckel runternehmen, weil das Spiel ist, ich weiß nicht, wer unser Unboxing gesehen hat, dieses Spiel ist wirklich brutal voll. Also, ja, das hier sind schon mal alles Pläne, die in die Mitte ausgelegt werden. Dann haben wir hier Tokens, Karten und so weiter. Das Ding ist wirklich gut voll und hat ein stolzes Gewicht. So, gut. Und eigentlich wollte ich das mit in der Verwandtschaft spielen mit ja, einem absoluten Harry Potter Fan. Es kam dann leider nicht dazu, natürlich auch unter anderem Corona bedingt. Man möchte auch kein unnötiges Risiko eingehen. Deswegen halt leider noch nicht gespielt. Und dann lag das aber auf dem Tisch, weil ich es auch vorbereitet habe und mir angeschaut habe. Und dann lässt das Spiel dazu. Ich meine, ich finde die Aufmachung auch ganz cool. Hier so ein bisschen Tagesprophet-mäßig außenrum. Und das Spiel lässt zu, dass man es von 1 bis 8 Spieler spielt. Und ich dachte mir so, das probiere ich jetzt allein aus. Man hat quasi die Möglichkeit, es in diesem kooperativen Modus zu spielen. Man hat die Möglichkeit, es kompetitiv zu spielen. Und man hat auch die Möglichkeit, glaube ich, noch auf 2 Schwierigkeitsstufen zu spielen. Ich habe dann beschlossen, ich probiere mal diesen Solo-Koop-Modus aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, noch schon lange hat mich kein Spiel so dermaßen ratlos, mit Fragezeichen, unbefriedigt und fast schon ein bisschen melancholisch zurückgelassen wie Harry Potter, ein Jahr in Hogwarts. Ich bin ja bei so Lizenztiteln generell jemand, der sehr skeptisch ist und erstmal sagt, okay, kann man mal drauf schauen, muss man aber nicht und per se schon immer, wenn man irgendwo was draufdruckt, à la Star Wars oder Harry Potter oder sonst was, eher vorsichtig bin. Wenn man sich die Illustration anschaut, auch wie hier die Winkelgasse gemacht ist, sogar ein Quidditch-Feld zum Quidditch-Spielen, dann möchte man eigentlich als Harry Potter-Fan, und ich bin kein Fanboy, der hier sich auskennt bis ins letzte Detail, aber ich habe alle Bücher gelesen, alle Filme gesehen, manche Bücher doppelt und dreifach gelesen. Ich kenne mich weitgehend aus und ja, ich... Es klingt irgendwie so falsch, wenn ich sage, ich wollte das Spiel mögen. Nein, ich habe aber mir erhofft, dass wenigstens da jetzt nicht so ein absoluter Mist bei rumkommt. 6 W6-Würfel. Langweilige, normale W6, okay.
Wir nehmen zwei Würfel, werfen diese und jetzt haben wir die Möglichkeit, 8 Felder vorwärts zu laufen, weil ich mit 2 eine 6 gewürfelt habe. Und die einzige Entscheidungsgewalt, ich zeige euch das jetzt einfach, weil es mich auch ein bisschen aufregt. Ich meine, der Plan ist total unübersichtlich, aber grafisch genial, ja. Es macht wirklich Spaß, das zu sehen, das Liegen zu sehen, aber man sucht teilweise wirklich verzweifelt, wo man eigentlich hin muss. Und jetzt stehe ich hier zum Beispiel und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt ein Feld laufe, habe ich noch 7 Schritte. Laufe ich jetzt nach unten oder nach oben? Ja, wenn ich nach oben laufe, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7. Laufe ich jetzt, wenn ich jetzt aber mehr Schritte hätte, würde ich jetzt wieder nach unten laufen, würde ich jetzt nach oben laufen, würde ich hier über die Steinbrücke laufen. Ich habe also eigentlich nur die Möglichkeiten, wo ich hinlaufe. Das heißt, eigentlich haben wir hier im Kern ein relativ simples Roll and Move. Also ich würfel und ich bewege mich dahin. Dann gibt es diese Aufgaben, die man erfüllt. Es gibt diese Missionen, die man erfüllen kann. Also diese Bücher, mit diesen Büchern gehe ich in Unterrichtsräume, dafür bekomme ich Punkte. Ich sammle irgendwelche Artefakte ein, mit diesen Artefakten kann ich Aufträge erfüllen, muss dann nochmal einen Kampf würfeln, kämpfe gegebenenfalls gegen Mitspieler, duelliere mich auf den Gängen und kann auch Quidditch spielen, aber dieses Mini-Quidditch-Spiel, da spielen dann 2 gegeneinander und die anderen müssen zugucken quasi. Und was mich am meisten stört, ist, dass das Spiel eigentlich im Kern ein relativ simples Spiel ist und dann kommen hier, Moment, haltet euch fest, ein Regelwerk mit 15 Seiten Regeln. Ja, das sind zum Teil ein Haufen Detailregeln, Klein-Klein-Regeln. Und das ist jetzt so, aber wenn du das so machst, dann ist es so. Und du darfst deine Bewegung nicht beenden. Es sei denn aber, du triffst auf das oder du triffst auf das oder du triffst auf jemand anderen, mit dem du dich duellierst. Und really? Wir reden hier von einem Harry Potter-Spiel für die Familie. So ein Regelwerk. Da nehme ich doch lieber ein Spiel wie Parks oder irgendwas und spiele es mit der Familie. Das hat mehr Tiefgang und weniger Regeln. Ja? Und das ist was, wo ich sage, es ist so schade. Es steht ab 7 drauf, aber welcher 7-Jährige begreift so viel Regeln? 30 bis 60 Spielminuten, das einzig Positive. Dieses Spiel ist tatsächlich so schnell durch. Ich habe dann, glaube ich, auch um die 30, 40 Minuten gespielt und war dann so enttäuscht von diesem Spiel, dass ich danach dringend was Besseres gebraucht habe. Was das Bessere war, sage ich euch gleich. Aber jetzt erstmal hier weg mit Harry Potter. Weg mit der Enttäuschung des Monats, einfach hier direkt weg. Ich werde dieses Spiel nochmal spielen. Ich habe mir geschworen, das nochmal zu spielen. Ich werde es genau mit diesem Harry Potter-Fan spielen und ich möchte wissen, wie das ist für jemanden, der jetzt quasi nicht das Spiel spielt, weil er spielen möchte und um des Spielens willen, sondern jemand vielleicht das spielt wegen des Themas. Und da möchte ich es wissen. Also es gibt halt auch manche Sachen, wo ich sage, das funktioniert für mich thematisch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Darüber reden wir, wenn ich es dann nochmal gespielt habe. Im Anschluss daran habe ich ein anderes Spiel gespielt, das gehört schon zu meinen 5 fast Highlights oder zu meinen 5 Highlights des Monats. Aber da machen wir jetzt nochmal einen kurzen Cut mit einem kurzen Einschub. Bevor ich jetzt zu meinen 5 Highlights komme, habe ich einen kleinen Einschub. Dieser kleine, friedliche, glückliche Schneemann hat sich bei einigen Spielen hier hinter mir im Regal versteckt. Richtig, er hat sich im Regal versteckt. Und das ist etwa nicht, weil es zufällig ist oder draußen gerade geschneit hat. Es schneit nämlich nicht. Und ich habe auch nicht zufällig diesen Schneemann hier reingestellt. Dieser Schneemann steht nämlich absichtlich im Regal. Und dieser kleine Schneemann, ja, was macht der? Der ist für euch cool, denn ihr habt die Möglichkeit, wieder etwas zu gewinnen. Es gibt nochmal ein kleines Gewinnspiel vor Weihnachten und ihr könnt da bis am kommenden Sonntag, 27. Dezember, dran teilnehmen. 27. Dezember, Mitternacht, Ende das Ganze, also um 23.59 Uhr, 59 Sekunden, letzte Möglichkeit, hier unter dem Video zu kommentieren. Bei wie vielen Spielen hat dieser Schneemann im Regal gestanden und zugeschaut, als ich das Spiel und meine Spieleindrücke zu diesem Spiel entsprechend euch mitgeteilt habe. Dass die Frage zu hier Frosty the Snowman, der sich hier ganz eisekalt einfach mal ins Regal geschlichen hat. Die zweite Frage, die ihr beantworten müsst, ist, wie viele Spiele waren in diesem Video noch einfoliert? Und Dann wäre da noch eine kleine Bitte. Nämlich die Bitte, schreibt noch zusätzlich, nur dann nehmt ihr nämlich an der Verlosung teil, noch mindestens ein Thema für eine Top-Liste in die Kommentare. Das heißt, ich möchte wissen, wie oft stand
Frosty the Snowman im Regal hinter mir, als ich Spiele vorgestellt habe. Wie viele Spiele waren einfoliert und was für eine Top-Liste, was für ein Thema für eine Top-Liste wünscht ihr euch? Das könnte zum Beispiel Folgendes sein. Eine Top-Liste, Top 5 Spiele mit Steinzeit-Thema. Und ja, nach Harry Potter habe ich Paleo gespielt. Ich habe Paleo Solo gespielt. 3 Partien Paleo Solo. Mission 2, 3 und 4. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wow! Hat super, super viel Spaß gemacht. Hat super gezündet. Man kann Paleo auch wirklich Solo empfehlen. Jetzt fehlen mir ja nur noch 3 Szenarien und die Terrorvögel. Und mein Ziel, mein erklärtes Ziel für mich ist, das möchte ich definitiv noch in meinem Weihnachtsurlaub durchschaffen. Und dann so ein richtig abschließendes, cooles Fazit zu Paleo liefern, denn Paleo definitiv für mich eines der Highlights dieses Spielejahrgangs, des Jahrgangs 2020 und des Jahres. 2020 hat so viele Scheißmomente gehabt und so viele Einschränkungen, und da war Paleo wirklich definitiv eines dieser Highlights, eines dieser Spiele, was mir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wenn ich darüber rede, was ich auch jedem nur wärmstens empfehlen kann, der so Abenteuerspiele in der Familie mag, so Erkundungs-Entdeckungsspiele, weil eben man dreimal das gleiche Szenario spielen kann und immer noch nicht alles gesehen hat, weil man blöderweise Karten für Aufträge konsequent immer versehentlich die gleichen weglegt. Und das kann natürlich passieren. Und diese roten Karten anzugehen und vielleicht doch erfolgreich rauszugehen, dann die roten Karten und diese Gefahrenkarten los zu sein, obwohl man sich eigentlich nicht traut, sich um die rumdrücken möchte, aber sie nicht oben auf seinem Stapel haben möchte. Ich finde, Peter Hustemeyer hat hier ein wirklich cooles Spiel gezaubert, was ein cooles Spielgefühl und sehr viel Freude an den Tisch zaubert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Paleo für mich wirklich ein herausragendes Spiel und knapp diesen Monat an meinem Spiel des Monats gescheitert. Paleo mit dem freundlichen Mammut von Hans im Glück und Autor Peter Hustemeyer. Absolut cooles, cooles Spiel. Nächstes Spiel könnte so ein Klassiker im Bereich Familie und Freunde werden. Denn Paranormal Detectives von Lucky Duck Games im Vertrieb von Asmodee. Es ist jetzt schon wieder auf dem Tisch gewesen. Diesmal familiär, rein familiär. Also eher so die Zielgruppe wenig Gelegenheitsspieler. Und wir haben es kooperativ gespielt zu viert. Es war wieder super. Es war wieder absolute Spitze. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Paranormal Detectives ist für mich einer der absoluten Highlights dieses Jahrgangs neben Paleo. Einfach weil Paranormal Detectives hat im Stream mit euch Spaß gemacht. Es hat super viel Spaß gemacht mit einem befreundeten Pärchen. Es hat super viel Spaß jetzt in der Familie gemacht. Ich glaube, ich habe dieses Jahr 8 oder 9 Partien Paranormal Detectives gespielt. Und das ist wirklich schon eine Hausnummer. Und wenn ich danach noch sage, das Spiel ist toll und immer noch toll und ich spiele es wieder gern und wieder gern. Und wenn jetzt irgendjemand von euch sagen würde, so, was wäre, wenn ich jetzt so in einer halben Stunde bei dir stehe, lass uns eine Runde Paranormal Detectives spielen, wärst du dabei, sag ich ja. Ne, es ist wirklich eines der Spiele top. Wirklich top. Also absolutes Highlight bislang in allen Gruppen. So, und dann habe ich mit Dennis letzten Monat gewesen sein, denn wir haben uns in den letzten 4 Wochen, glaube ich, nur ein einziges Mal zum Spielen tatsächlich getroffen und dann auch runtergefahren, weil keine Zeit war, weil anderes und wegen Corona. Und da hat Dennis es jetzt endlich geschafft, mir ein Spiel vorzusetzen, eine Lücke zu schließen. Ich kannte das Spiel, ich habe das Spiel auch schon mit angeschaut, aber noch nie selber mitgespielt. Chronicles of Crime von Korax Games. Nochmal Lucky Duck Games, direkt im Anschluss zu Paranormal Detectives. Und Chronicles of Crime. Viele sagen ja, dieses Upscannen und dann sitzt man da mit dem Smartphone oder guckt da irgendwas sich an und scannt ab und es nervt ja und da hat gar nicht jeder was davon. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, zu zweit ist es wirklich sehr cool, weil man zu zweit eben alles
sieht, sich auch abwechseln kann, sagen kann, ja, das ist auf deiner Tischseite, wir legen die Orte abwechselnd aus und der Ort, der bei dir ist, den bedienst du, der Ort, der bei mir ist, den schaue ich mir an und das, was in der Mitte ist und gemeinsam, das guckt man sich gemeinsam an und man tauscht sich da ab aus und wechselt sich ab und dass jeder ein bisschen was davon hat und dann muss ich ganz ehrlich sagen, Chronicles of Crime, tipptopp, cooles Game. Dieses Ermitteln mit den QR-Codes scannen und die Zusammenhänge zusammenbasteln und man fühlt sich einfach wie der geilste Privatdetektiv, wenn man am Ende merkt, man hat das Ganze tatsächlich super aufgelöst und es hat fast alles bis ins letzte Detail gepasst. Das sind dann Momente, das sind wirklich Hochgefühle, Glücksmomente. Das ist wirklich schon schwer nochmal entsprechend, wie soll ich sagen, einzufangen. Und Chronicles of Crime deswegen wirklich ein ganz cooles Spiel, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und was ich auch gerne und wieder spiele und hoffe auch in naher Zukunft dann wieder spielen zu können, zu dürfen. Chronicles of Crime. Bevor wir jetzt zu meinem Monatshighlight kommen, ein Spiel, auf das sich Dennis gefreut hat, es mit mir spielen zu können. Tekkenu von Daniele Taschini und David Turci. Trägt den Untertitel Der Sonnenobelisk. Und ja, was... Hab ich denn hier gemacht? Jetzt habe ich ihn Dennis gemacht. Dieser hübsche Obelisk hier in der Mitte, ja, der ist namensgebend und da liegen Würfel aus und der Obelisk dreht sich weiter, beziehungsweise die Sonne dreht sich weiter. Damit drehen sich die Schatten und Halbschatten des Obelisken, damit werden die Würfel verändern damit ihre Wertigkeit und werden entweder rein, verdorben oder verboten. So war es, glaube ich. Und abhängig davon, wo sie liegen, also verboten darf man nicht nehmen, verdorbene, gehen auf die eine Seite der Waagschale und die reinen natürlich auf die andere Seite der Waagschale. Und wir versuchen, im Gleichgewicht zu bleiben. Mit den Würfelaugen, je nachdem, wie wir sie genommen haben. Und wer das bessere Gleichgewicht hat, wird Stadtspieler werden in der nächsten Runde. Und das Ungleichgewicht in Richtung Verdorben, ja, kostet uns auch Siegpunkte. Tekkenu, ein Spiel, bei dem man eigentlich wenig Aktion hat und wenig Aktionsmöglichkeiten. Wenn man es eigentlich genau nimmt, bleiben genau 8 mögliche Aktionen, wenn man dran ist. Und eigentlich führt man maximal oder macht man maximal 16 Aktionen und dann ist das Spiel, oder genau 16 Aktionen, dann ist das Spiel zu Ende. So, fertig. 8 Möglichkeiten, wenn man dran ist. Waren es 8 oder 7? Wir haben 6 Aktionen um den Obelisken. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, eine Anubis-Aktion auszuführen. Das wäre also Nummer 7. Also 7 Aktionsmöglichkeiten, wenn wir dran sind und machen 16 Aktionen über das ganze Spiel. Man kann natürlich auch versuchen, so unterschiedlich zu spielen. Ich habe mehr auf die Karten gespielt. Dennis hat mehr so ein bisschen erst angefangen, auf den Tempel zu spielen und die Säulen und dann aber umgeschwenkt auf die Statuen, auf die ich am Anfang gespielt habe und dann ich aber nicht mehr hinterhergekommen bin, weil immer die, die ich eigentlich mir holen wollte, hat dann Dennis konnte ich nicht oder Dennis hat sie beschlagnahmt. Und dann war es am Ende so, dass dann da ein Battle um die letzten freien Statuenplätze entbrannt ist. War irgendwie ganz witzig, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf weitere Runden, Tekkenu. Ich habe es ja bislang auch schon einige Male solo gespielt, gegen echte Gegner einfach besser. Ich glaube, jetzt 4 Runden habe ich jetzt auf dem Buckel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, immer noch nicht alles gesehen und ausprobiert zu haben, wie ich es eigentlich gerne ausprobieren möchte. Weil man muss da sich schon ein bisschen festlegen, was man macht. Aber auch interessant war hier tatsächlich zu sehen, dass Dennis es wieder geschafft hat, noch vor seiner ersten Aktion quasi einfach da zu sitzen, Spielplan anzustarren und nicht zu wissen, was geht gerade eigentlich ab. Das war irgendwie amüsant, weil ich bin so jemand, ich mache eine erste Aktion, ich überlege mir was, wenn ich die Regeln erklärt bekomme oder wenn ich sie selber erkläre, was ich anfange, wie ich anfange, ich mache den ersten Zug und dann lasse ich erstmal alle anderen machen und bis dahin weiß ich, wie ich weiterspiele. Und ich glaube, das fehlt manchen Grüblern und ist natürlich auch so ein Thema, was man natürlich thematisieren könnte. In einem Tea-Talk, in einem Talk mit euch, vielleicht im Livestream, wie auch immer. Jo, und das war schon fast, denn jetzt kommt erstmal noch mein Highlight. So, für mein Highlight muss ich hier rüberfassen. Und da muss ich... ich glaube, hier nehme ich auch wieder bloß den Deckel. Nein, es ist nicht Harry Potter. Es ist The Seventh Continent. Erforsche, überlebe. Du bist der Held.
Du, genau du, ja. Wie du jetzt gerade zuschaust. Auch du bist ein... Naja, ich möchte hier keine Werbeveranstaltung für Seventh Continent machen. Es hat in den letzten Wochen den Weg zu mir gefunden, auch wenn ich dafür immer noch meinen DPD-Fahrer eigentlich gerne mal fragen würde, was er sich dabei überlegt hat, als er das Spiel über den Balkon werfen wollte. Also auf den Balkon werfen wollte. Zum Glück hat er es nicht gemacht. Ich habe es beobachtet. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. The Seventh Continent. Für die einen ist es das coolste Entdeckungsspiel der Welt. Für die anderen ein Albtraum, weil hier haben wir, es sieht aus wie so ein Karteikartensystem. Irgendjemand hat kommentiert, er findet ja Seventh Continent brutal hässlich, weil das erinnert ihn an Karteikarten in der Schule. So, jetzt ist das auch raus. Ich persönlich finde das Spiel total cool, weil es dieses Erkundungselement hat. Dieses Erleben, dieses Story hier, da wird was ausgelegt und da bildet sich jetzt dieser Kontinent und oh, ich bin da schon lang gegangen, jetzt da, da habe ich das entdeckt, da habe ich das entdeckt. Mache ich das jetzt wirklich? Eigentlich möchte ich sehen, aber wenn ich das jetzt mir angucke, dann könnte da was Schlimmes passieren, dann habe ich wieder zu wenig Zeit, weil dann wird der Stapel runtergespielt und man hat so ein bisschen das Time-Stories-Feeling, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt da die Erweiterung, das Lied des Kristalls und die bringt quasi andere Spielmodi, ja, hier mit rein. Wir haben hier nämlich den Spielmodi, es befindet sich ein Verräter unter uns und das geht quasi nur als Gruppe. Dann haben wir den Ausnahmetalentmodus, kompatibel mit dem einfachen Spiel. Erleichtert das Spiel, mische vor dem Spiel die 5 Karten aus Fehlern lernen in den Aktionskartenstapel. Und den Unsterblichkeitsmodus, jetzt nur kurz gucken, ob ich hier irgendwo das aus Fehlern lernen drin habe, dass ich das zeigen kann. Ne, ich finde hier gerade nur auf die Schnelle den Verräter. Aber aus Fehlern lernen gibt es die Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit Unsterblichkeitsmodus. Kompatibel mit Ausnahmetalent. Wenn du lieber erkunden willst, statt ums Überleben zu kämpfen, kannst du den Unsterblichkeitsmodus spielen. Nimm dazu die Karte 888 aus dem Stapel, bevor du das Spiel beginnst. Oder den Hardcore-Modus. Selbst wenn du es schaffst, einen Fluch zu brechen, kannst du es erneut versuchen und im Hardcore-Modus eine neue Herausforderung bekommen. Wenn du dazu bereit bist, nimm dir 650, bevor du das Spiel beginnst. Finde ich persönlich sehr cool. Ich bin am Überlegen, im Erkundungsmodus das Spiel im Livestream zu spielen. Ich bin am Überlegen, Seventh Continent mit euch im Livestream zu spielen. Das Ganze soll dann ab dem 28. voraussichtlich hier bei uns auf dem Kanal zu sehen sein, beziehungsweise laufen. Voraussichtlich, ich schmeiße es einfach mal in den Raum von 12 bis 15 Uhr. Nähere Infos dazu werden im Laufe der Weihnachtstage folgen, ab dem 28. vermutlich Livestream zu Seventh Continent. Eigentlich wollte ich hier an dieser Stelle die Frage stellen, wollt ihr lieber Seventh Continent oder wollt ihr lieber Gloomhaven, die Pranken des Löwen? Hat sich dann an dieser Stelle erübrigt. Ja, Seventh Continent, mein Spiel des Monats, weil ich einmal ca. 2 Stunden da dran saß und gespielt habe und absolut wieder reingesogen bin und... Ich bin natürlich episch gescheitert, deswegen möchte ich vielleicht jetzt auch ein bisschen andere Wege einschlagen und ich würde die gierige Göttin spielen. Also dieses Einstiegs-Anfangsszenario und auch an manchen Stellen dann bewusst andere Entscheidungen treffen, als ich sie bislang getroffen habe. Und das natürlich auch mit euch im Chat dann gemeinsam, das Ganze im Livestream. Und für mich das Spiel des Monats. Für mich drängt sich aktuell gerade die Frage auf, sind Spiele, die wir quasi in der letzten Zeit gespielt haben, mehr präsent als Spiele, die wir noch Anfang des Jahres gespielt haben. Denn ich habe so immer das Gefühl, auch wenn ich mich mit Dennis unterhalte, ich muss auch sagen, ich vergesse auch mal ab und zu das ein oder andere Spiel. Aber Spiele, die wir vielleicht sehr gut empfunden haben, gehen plötzlich verloren. Die sind nicht mehr so präsent. Das sind Spiele, die haben wir gelobt, die haben wir gemocht, die haben wir geliebt beim Spielen und plötzlich sind die weg. Also ich persönlich erwische mich nur selten dabei. Aber die Tendenz ist manchmal da. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe Spiele, die sind bei mir Langläufer. Ich habe da ein Spiel, da könnte ich heulen, wenn ich da dran denke. Scythe, ja? Es ist, glaube ich, seit 2017 das erste Jahr, in dem ich kein Scythe gespielt habe. Ich habe 2017 viel Scythe gespielt, ich glaube 4 oder 5 Partien. Ich habe 2018 einige Male Scythe gespielt. Ich habe 2019 mit der Kampagne Aufstieg der Fenris die gespielt, nicht, leider nicht ganz, weil dann die Gruppe sich zerrüttet hat, beziehungsweise aufgelöst hat.
Und ich habe jedes Jahr viel Scythe gespielt. Ich glaube, in Summe über 20 Partien Scythe. Und dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich kein Scythe gespielt habe. Und ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade nah dran. Einfach weil mich das so traurig stimmt, einfach Scythe rauszuholen, auf den Tisch zu knallen, eine Runde Solo zu spielen. Einfach ein Jahr ohne Scythe ist doch ein Scheißjahr. Jetzt, aber ganz ehrlich, wenn man sagt, eines meiner absoluten Lieblingsspiele und ich habe das ein Jahr lang nicht gespielt. Oder ein ganzes Jahr nicht gespielt. Das ist schon traurig. Und vielleicht ist Seventh Continent jetzt auch mit meine Nummer 1, weil ich es damals schon gespielt habe, vor 2,5 Jahren. Vor 2,5 Jahren in der englischen Variante mit Georg und Sebastian. Und ich fand es damals cool. Und ich habe gesagt, oh, gäbe es das doch nur auf Deutsch. Jetzt gibt es auf Deutsch. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Nee, ich freue mich darauf. Ich musste so lange warten und jetzt kann ich es endlich spielen. Und ich freue mich, das mit euch spielen zu können. Ist natürlich besonders interessant für alle, die wissen wollen, ob das Spiel was für sie ist. Für alle, die vielleicht den ersten Flug schon gespielt haben und jetzt schauen wollen, was kann man da anderes erleben. Und genau das möchte ich mit euch zusammen rausfinden. Wie gesagt, ab dem 28. voraussichtlich 28. bis 30. jeden Tag 12 bis 15 Uhr. Und dann werden wir einfach in diesen 3-Stunden-Slots gemeinsam spielen, gemeinsam reden und hoffentlich den 7. Kontinent erfolgreich erkunden. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was ist euer Spiel des Monats? Was sind eure Highlights? Und Dennis und ich, wir planen ja und wir haben es eigentlich schon ausgetüftelt, welche Spiele da auf welchem Platz sind. Eine Top 30 des Jahres 2020. Also wir haben alle Spiele gerankt, die wir dieses Jahr gespielt haben. Und für alle, die es interessiert, schaut doch einfach meinen Jahresrückblick an. Der wird am 30. Dezember online gehen. Da wird der Jahresrückblick von allen Suchtis, die sich daran beteiligen, online gehen. Und dann seht ihr noch ein bisschen was, Statistik, was wurde vielleicht wie oft gespielt, warum gespielt, was sind Eindrücke des Jahres, unter welchem Stern stand dieses Jahr, war wirklich nur Corona oder gab es noch anderes Interessantes zu berichten dieses Jahr? Ich denke, da werden wir uns nochmal so einen kurzen Talk so von 15 bis 30 Minuten je Suchti sehen. Und dann natürlich nicht zu vergessen, Anfang des Jahres sofort dann unsere Top 30 des Jahres 2020. Ja. Viel gespielt. Mich würde interessieren, was sind eure Highlights dieses Monats, dieses Jahres? Und dann natürlich, wie oft war Frosty the Snowman da hinten zu sehen? Wie viele Spiele sind original verpackt? Und nicht vergessen, ein Thema für eine Top-Liste. Sollten diese drei Dinge erfüllt sein, nehmt ihr an der Verlosung teil. Den glücklichen Gewinner werden wir dann ermitteln und zwar ja am gleichen Tag, wie wir quasi das Gewinnspiel auflösen zu unseren 4000 Abonnenten, wie wir das Gewinnspiel auflösen zu Dennis aufgetischt. Ihr dürft gespannt sein, was ihr dann gewinnen könnt. Ich freue mich über fleißige Teilnahme und schreibt nicht alles ab, denn gerade bei Dennis hat es gezeigt, dass ein falscher Tipp plötzlich alle auf die falsche Fährte bringt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, schöne Weihnachtstage, eine gesegnete Weihnachtszeit. Ja, bleibt gesund und bleibt umsichtig und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Spielen, eine gute Zeit und tschüss.